Moin moin und willkommen zurück zu Hollow Knight und ja, mal schauen, was denn eigentlich bei den restlichen Wegen noch so zu finden ist, vorausgesetzt natürlich, ich kann dort auch hinkommen und irgendetwas machen, ne? Übrigens, ich habe in den letzten Tagen deswegen keine Videos rausgehauen, weil ich hatte einerseits keine Lust gehabt, was auch schon mal vorkommen kann, und ich hatte Probleme gehabt mit Firefox und meiner Framerate. Vor allen Dingen das mit der Framerate war einfach nur mega merkwürdig. Ich weiß nicht, was damit los war, aber nachdem ich den Grafiktreiber neu installiert hatte, ging wieder alles. Sehr strange, aber okay, keine Probleme mehr und Licht aus, ne? Gut, zwei Wege kann ich auf jeden Fall schon mal nicht machen, weil die leider viel zu weit weg sind, beziehungsweise viel zu hoch gelegen sind. Wenigstens habe ich jetzt hier einen Weg. Übrigens, was mir aufgefallen ist... Hi, wer bist du denn? Ist da hinter dir irgendwas Großes noch? Weil ich sehe da, glaube ich, am Rand des Bildschirms irgendetwas. Was mir aufgefallen ist, ich habe seit längerem, glaube ich, gar keine zerstörbare Wand mehr gehabt, oder? Okay, das bist du... Ja, super. Ich dachte, du wärst ein verdammter NPC. Dabei warst du ein Gegner. Das... Ohne Scheiße, sah doch aus wie einfach nur ein NPC und nicht wie so ein Gegner, der jetzt irgendwie... Mano. Echt mal, kann ich da hinten irgendwo hin? Nein, natürlich nicht. Was soll der Mist? Ja klar, Tachchen. Jetzt könnt ihr auch noch fliegen. Ja, supi. Was bist du überhaupt für ein Ding? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte im Journal nachsehen, aber ich tue es gerade nicht. Da unten kann ich nicht hin. Mich würde es übrigens nicht wundern, wenn ich irgendetwas bekommen könnte, womit ich dann durch Säure schwimmen könnte. Gibt's das? Meinst du, ja, wäre das sehr nice, dann hätte man ähnlich wie Samus irgendwie so eine Art Varia-Suit oder sowas, eine Art? War das dieser Anzug, womit man durch Säure konnte? Oder durch Ähnliches? Ich habe keine Ahnung. Weg mit euch! Weg. Warum benutze ich eigentlich nicht meinen Kamehameha? Ah, okay. Warte mal. Okay, auf dem Boden geht es sofort, aber in der Luft hat es eine kleine Verzögerung. Okay, ah ja, super, jetzt kann ich gar nicht sehen, wo ich überhaupt lang gehen kann, hallo! Weißt du, die Gegner können nichts, aber trotzdem kriege ich irgendwie nichts hin, ohne 20 Mal Schaden zu kassieren. Nein! Ich kann also, okay. Ich kann nicht durch die hindurch dashen. Oder habe ich das gerade nicht richtig hingekriegt? Ich muss gleich nochmal versuchen. Achso, das war Geld, okay. Nein, nicht im Glas, Supermann! Ich habe jetzt gerade erst bemerkt, dass er auch nach oben angreifen konnte. Upsi! Gut, dass ich besser gewesen war in dem Moment. Ja, hallo, Dachchenfliege. Dass ich die ganze Zeit kurz am Tod stehe. Das ist nervig. Ist das eine Parkbank? Ich glaube, ja, oder? Ja, hallo, Mücke. Tachchen, noch einer von euch. Ja, super. Nein, ich hau ab. Ciao. Tschüssikowski. Ist hier unten irgendwo eine Parkbank? Hier unten ist auf jeden Fall Säure, wo ich fast reingefallen wäre. Hilfe! Wow, in Säure schwimmen ist so erfrischend. Es prickelt so schön. Juti, das konnte ich jetzt zumindest auch endlich mal ausprobieren. Durch den Gegner hindurch dashen funktioniert überhaupt nicht. Das ist super! Warum geht das nicht? Kann man das erst mit irgendwas anderem, oder was? Ja, super. Kannst mir vorstellen, dass es vielleicht nur mit irgendeinem Talisman irgendwie funktioniert. Oder auch nicht, ich weiß es nicht so genau. Alle, meins hier. Ich will endlich raus hier aus diesem verdammten Pilzkönigreich. Reicht schon, dass Mario hier die ganze Zeit irgendwie das Pilzkönigreich retten muss. Muss ich ja nicht auch noch, oder? So. Und ich merke, ich bin so gut wie tot wieder einmal. Mann ey. Jetzt muss erstmal nach rechts gehen. Oh, das ist ja direkt die Parkbank gewesen. Ich bin sozusagen kurz vorm Checkpoint verreckt. Sehr geil. Na toll. Was ist denn hier sonst noch so für Wege? Okay, da oben haben wir noch einen Weg und da unten. Supi. Dann gehe ich mal erstmal direkt nach links und schau mir mal an, was denn da eigentlich ist. Hoffentlich irgendwas Tolles. Muss ich ja wenigstens irgendwie gelohnt haben, dass ich verreckt bin. Was ist das denn da für einer? Seine Haare glühen irgendwie. Vorausgesetzt, das Ding hat überhaupt Haare. Ah, Wasser. Das erste Mal, dass ich hier Wasser sehe in dem Spiel. Ist das eine Tür? Nö, das ist eine einfache Wand. Hoch. Was ist denn das?
Sprintmeister? Das Abbild eines exzentrischen Käfers, der nur als der Sprintmeister bekannt war. Der Träger kann häufiger sprinten und den Sprint auch nach unten einsetzen. Ideal für alle, die sich so schnell bewegen wollen wie nur möglich. Okay, das hört sich interessant an, aber es bringt mir nicht unbedingt allzu viel, wenn ich nicht durch den Gegner hindurch sprinten kann. Ich meine, ich würde gern irgendeine Möglichkeit zum Ausweichen oder zum Parieren haben, genau. Da oben kann ich nicht lang, wieso? Das ist aber, gibt's hier eine unsichtbare Wand vielleicht? Nee, nicht unsichtbare Wand. Eine zerstörbare Wand? Nee, auch nicht. Ha. Also, anscheinend nach muss ich wohl von irgendwo anders herkommen. Gut. Warte mal, was habe ich da vorhin gemacht? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in dem Video drin gelassen habe, aber ich habe gerade irgendwas mit dem gemacht. Oh, ich kann die Sachen parieren tatsächlich. Was? Also wenn man quasi im richtigen Moment angreifen tut, dann pariert man den Kram. Ja, sehr geil. Also kann ich hier doch irgendwie parieren, nur ja, das ist Timing. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann passiert das. Ich bin kurz vorm Sterben. Ich möchte ausweichen. Wo ist meine Rolle aus Dark Souls? Ich will mir eine Frühlingsrolle durch die Gegend kullern. Da komme ich auch nicht hoch, oder? Okay, doch. Da unten ist nur Säure, da oben ist gar nichts. Dachchen, fauch hier nicht so rum. Wo ist keine Katze? Mantisdorf, okay. Jetzt da unten irgendwo lang. Dachchen! Na super, siehste, meine ich doch. Ich bin zu doof zum Parieren. Oh, gib dem... Ich wollte gerade noch sagen, gib den Spieler die Möglichkeiten, irgendwie den Gegner doch noch irgendwie vom Angriff abzuhalten, beziehungsweise den Angriff abzuwehren, und ich versage vollkommen darin. Okay, Regel Nummer 1, ich lasse es nicht aufs Parieren ankommen, denn ich kriege es eh nicht hin. Gott, bin ich irgendwie doof. Ich wäre vorhin fast schon wieder verreckt, nur weil ich quasi versucht habe, es hinzubekommen, perfekt zu parieren. Tja, lieber tue ich irgendwie wie ein Flummi durch die Gegend springen und tue besser überleben, als irgendwie zu versuchen zu parieren. Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich da oben wäre? Wobei, hier unten ist Nebel, ich kann... Ja, hallo. Komm noch einmal. Ja, geht doch. Mann, ey. Kriege ich dadurch vielleicht auch Seelen? Wäre sehr geil, wenn ja. Was habe ich damit gemacht? Achso, ich musste sogar erst hier unten runter. Weil ich da oben gerade ein Tor aufgemacht habe. Okay, gut. Dachchen, Kollege. Nochmal alles von vorne, wa? Ja, aber noch nicht von vorne wieder sterben. Ne? Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, da oben ist wieder ein Hebel. Da komme ich aber nicht hoch. Hi, hallo, ja, Dachchen. Dein Stachel ist groß, der ist toll. Er glänzt so schön. Meiner aber auch. Oh, da ist ja schon wieder ein Item. Was ist das? Ich merke gerade, ich bin da durchgelatscht, wo der Tor gerade war, ne? Was haben wir denn da unten? Was ist das? Mantisklaue? Während du an einer Wand heruntergleitest, um erneut zu springen, springe von der Wand zu Wand, um in neue Gebiete zu gelangen. Ach, okay, Walljump, okay, ja, sehr nice. Ich glaube, das da oben ist ein Weg, oder? Ja, ich glaube, das ist ein Weg. Wo geht's dann hier lang? Okay, erstmal in den Tod. Super. Das ist da wieder Kohle, aber das ist mir gerade ein bisschen zu zeitaufwendig, da hinzukommen, ohne wieder 20 Mal zu verrecken. Ich habe eine Abkürzung. Na, wo bin ich? Was ist denn das? Ist das jetzt Dekoration oder ist das ein Gegner? Das sieht aus wie irgendetwas, was ich gleich... lebendig irgendwie umnieten darf? Was? Lebendig irgendwie umnieten darf? Was ist das denn für ein Deutsch? Okay, es ist auf jeden Fall nichts, was ich irgendwie angreifen kann. Das ist schon mal gut. Ja, klar, ich spring erstmal dagegen, aber da hinten ist ein Item. Ey, ich sollte mich erstmal heilen. Besser wäre das, bevor ich gleich wieder verrecken tue für nix. Tachchen, du komische fliegende Puzzle. Kannst du mal abhauen? Oder auch nicht? Weißt du das? Ein Journal eines Wanderers?
Wie jetzt? Wurde mein Journal erweitert oder wie oder was? Ein von einem längst gestorbenen Reisenden zurückgelassenes Journal. Die Worte sind in einem vergessenen Dialekt geschrieben und schwer zu verstehen. Ein Relikt aus der Vergangenheit von Highlands Nest. Dieser Gegenstand besitzt nur noch für diejenigen Wert, die sich mit der Geschichte von Highlands Nest beschäftigen. Also quasi genauso wie das Siegel ein Item, was ich vielleicht beim Ältesten abgeben könnte? Oder auch nicht? Das darf ich auch erstmal herausfinden. Kannst du mal da weggehen? Oder halt auch nicht, genau. Mach genau dasselbe wie der andere Typ, gar nicht erst sich bewegen wollen. Sei so faul wie eine Leiche irgendwie, ne? Ich glaube, von da bin ich gekommen, oder? Ich glaube, ja. Ja, genau, von da bin ich gekommen. Tachchen. Das ist wieder ein Weg, ich gehe erstmal nach rechts. Hier sind ja super, ja, ja. Ach so, das ist, so. Das ist einer der Wege, die ich nicht nutzen konnte, weil es einfach zu hoch gelegen war. Ja, super, und jetzt falle ich schon wieder runter. Hau ab, Pustel. Ich muss da hinten lang. Ah, okay, ein Tunnel. Ist das eine kaputtbare Wand? Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, hierfür brauche ich jetzt den Sprint. Okay. Das ist natürlich super. Wo ist die nächste Parkbank? Ich habe übrigens gerade gemerkt, dieses Sprintmeister-Talisman funktioniert nur nach unten. So ist ja eigentlich auch Stante. Es funktioniert nicht nach oben. Also, es ist irgendwie ein bisschen nutzlos an dieser einen Stelle gewesen, aber hey, dafür kann ich ja hier irgendwo lang gehen. Und rein theoretisch nach der Karte zu urteilen, dürfte es genau in denselben Raum vielleicht wieder reingehen, wo ich auch vorhin nicht weiterkam, weil es nach oben ging? Schätze ich mal zumindest. Da unten ist, glaube ich, Säure. Ja, natürlich. Ich mag das Säurebad. Ja, ja. Was habe ich mit der Säure eigentlich immer am Hut? Sag da und springt rein. Das ist so nervig manchmal. Wo ist das? Da unten ist das komische Springgedönse. Ja, klar, mach keinen Platz. Schon wieder so ruhig. Okay, da oben sind wieder Dornen bis zum geht nicht mehr. Das ist natürlich nicht so toll. Wer lacht hier gerade? Ich glaube, hier ist wieder eine Raupe. Oh nee, nicht schon wieder so ein Atompilz. Nee, nee, hau ab. Ja, klar. Wer hat den Atompilz hier eingeladen? Ist nicht gerade sehr geil von dem Spiel, wie das mir so einen Pilz zu geben. Tachchen, Raupe. Ja, freu dich. Warum muss das da alles so voll Säure sein? Ich kann dir die Karte nicht angucken, merke ich hier gerade. Wo geht's da oben lang? Ging's da oben überhaupt irgendwo lang? Oh, ich hab keinen Schimmer, ey. Was ist das? Hat sich's gelohnt? Ein Sporenpilz. Was? Aus lebendem Pilzmaterial zusammengesetzt. Oh, sagt bloß, sonst hieß es ja auch nicht Sporenpilz. Verbreitet Sporen beim Kontakt mit Seele. Stößt beim Fokussieren von Seele eine Sporenwolke aus, die Gegnern langsam Schaden zufügt. Ah, okay, das hört sich ja nice an und benutzt gerade mal einen einzigen Sockel. Okay. Das hört sich geil an. Benutze ich bei Gelegenheit mal, wenn ich an irgendeiner Parkbank vorbeikomme. Wobei das wahrscheinlich sehr schnell passieren wird, wenn ich meine Gesundheit mir gerade so angucke. Und da oben ist ja schon so ein Atompilz, der wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass ich gleich wieder zurück bin. Hi! Okay, das war... Ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Ja, klar. Das musste ja passieren. Oh, Taschenseele. Schön, dass du direkt vor meiner Nase wieder bist. Was ist da oben überhaupt? Oh, da unten ist ein Weg. Hat hier vorhin... Ach, das ist da oben irgendwo. Wer labert denn da? Ah, okay, das sind die Pilzsporen. Nett. Hoffentlich bewirken die auch irgendetwas. Aber jetzt darf ich erstmal diesen verdammten Atompilz da oben wegkommen. Vorbeikommen, meine ich. Okay, das war jetzt vielleicht einfacher als gedacht. Hat das Ding sich selber vernichtet? Ich glaube ja. Was ist das? Diese Grenze wehrt der kriechenden, kratzenden Wesen.
Ihr toter Vater, einst hochgeboren, ihre versiegelte Mutter, nichts als eine Bestie. Mit ihnen schließen wir keinen Frieden. Was? Okay, der sagt das selber noch einmal. Okay, flüsterner Pilzbaumstumpf. Ich hau da mal wieder ab, ja, bevor ich mir noch irgendetwas einfangen tue bei dir. Was labert das Ding für ein... Ich bin wieder hier unten angekommen, ja? Duper, dann darf ich ja jetzt raus, ja? Ciao, flüsterner Pilzbaum. Ich kann mich ja irren, aber ich gehe jetzt wieder hier zu Hornet und ich glaube, ich konnte hier nicht vorbei, weil, genau, Säure und da oben war eine Wand und da müsste ich hochspringen können. Ja, genau. Ja, super. Danke, Pilz. Wo ist das Antischimmelmittel, wenn man es mal braucht, ne? Es sind ja... Okay. So geht's auch. So habe ich auch kein Problem mit. Oh, sehr nice. Ich lasse die Brücke entstehen. Ja, okay. Da unten, da ist das Ding. Lass die Brücke entstehen. Was ist das denn für ein Teil? Ich kann da irgendwas reintun. Habe ich das, was ich benötige? Eine große Ritterstatue mit einem Sockel auf ihrer Brust. Das Stadtwappen einsetzen? Ach was, wie? Dafür brauche ich diese Wappen. Ne, Quatsch. Ich habe Siegel gesammelt, ne? Was sind das Wappen jetzt nochmal? Ja, doch, das ist doch das Siegel. Super großes Tor, das wird jetzt überhaupt kein Boss sein. Warte mal, habe ich das Ding jetzt wirklich gerade verwendet? Nein, habe ich nicht. Hä? Habe ich vorher irgendwas eingesammelt gehabt und ich weiß es nicht mehr? Das kann auch sein. Oh, klar, jetzt... Okay, dann halt nicht. Das... Oder halt doch. Jetzt geht das Tor zu. Supi. Was ist hier oben? Es hat eine Abkürzung zu irgendwas. Oh, super, ich hab... Was? Ach so, warte mal. Kann es dafür sein, das Sprinten, dass ich quasi mal eben kurz... Ja, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber dass ich quasi dann einfach hier runter sprinte und mach den Boden dann kaputt. Oh, das kann natürlich sein. Oh. Das muss ich dann das nächste Mal holen. Da schmeiße ich dann das Schild weg oder so und hole mir dann quasi hier Dingensbombens. Das Sprint nochmal rein. Hi, was bist du denn für eine... Okay, du bist eine Suicide-Rakete. Das ist... Warum will eigentlich alles, was auch nur ansatzweise irgendwie am Glühen ist oder wie ein Pilz aussieht, eigentlich vor meiner Nase explodieren? Irgendwie kommt es mir gerade vor, als wäre ich in einer anderen Zone. Okay, das ist ein Hebel, da komme ich gerade nicht durch. Das ist natürlich schade. Als wäre ich in einer Art Kathedrale oder sowas in der Art. Was? Ich glaube, der Ritter hat ein bisschen Atemprobleme, oder? Ich glaube, ich habe gerade den Darth Vader der Insektenwelt gefunden. Geil. Oh, nicht nochmal so eine explosive Fledermaus. Ja, komm, hau ab. Silvester war gestern. Boah, nee, war eigentlich vor circa einer Woche, also. Bist ein bisschen spät dran, wa? Oder wartest du auf chinesisches Neujahr? Das ist noch ein bisschen hin. Ei. Oh. Unbeabsichtigt. Pariert. Das war alles geplant. Ach so, eine Scheibe, okay. Weißt du das? Ach so, das ist ein Fahrstuhl, okay. Den kann ich betreten, den anderen nicht. Willst du mich verarschen? Falls ihr übrigens wundert, welchen anderen Fahrstuhl ich meine, ich habe noch einen gefunden, riesengroßen, genauer gesagt. Der war irgendwo in der vergessenen Wegekreuzung, glaube ich. Ich konnte den nicht benutzen, ich konnte nämlich den noch nicht mal betreten. Keine Ahnung wieso. Hallo? Achso, da ist noch ein Hebel. Hey, warte mal, da oben ist ein Weg. Geh mal nach oben. Was hier? Ja, jo, wieder mal zum Lesen. Die großen Tore sind versiegelt. Möge niemand die Stadt betreten. Möge niemand die Stadt verlassen. Okay. Das scheint mir eine Art Warnschild zu sein. Ist hier irgendeine Art Bestie oder so? Taschen, du bist schon wieder Krill, oder? Okay, dann sitze ich einfach nur neben dir und red nicht mit dir, ne?
So wie man es ja auch machen soll wahrscheinlich. Ah, jetzt. Die Hauptstadt liegt vor uns, mein Freund. Was für ein düsterer Ort sie zu sein scheint. Ein Ort, der die Erklärung für so manch ein Geheimnis birgt. Auch ich habe die Anziehungskraft dieses Ortes gespürt. Doch jetzt sitze ich davor und zögere, zu ihm hinabzusteigen. Ist es Angst, die mich zurückhält, oder etwas anderes? Faulheit! Eindeutig Faulheit! Ganz garantiert Faulheit, genau. Damit muss ich mich auskennen, ich kenne Faulheit. Ah ja, Darth Vader ist schon wieder hier. Hi! Ja, ja, super, diesmal nicht pariert. Komm hier, Chris. Ich will nicht. Pilzspore! Was? Achso, Menno. Ja, okay, ja, nein, ich will jetzt nicht hier sterben. Verreck doch selber! Ein schöner Nacht dauert jetzt ein Weilchen, bis die Pilzsporen freigesetzt werden. Ach, Menno. Was hier? Was da ist? Abkürzung, oder was? Dachchen, Zombie, wie geht's denn so? Was ist das? Ist das eine Art Tresor oder Truhe oder so hat gewesen? Scheint so. Okay, der Weg ist ein bisschen tief. War das da oben schon wieder ein Weg? Stadt der Tränen. Das erklärt das ganze Wasser hier.